Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe jetzt nicht nur mal eben kurz für ein bisschen Platz auf der Festplatte gesorgt, sondern es ist mittlerweile ein ganzer Tag wieder vergangen, weil ich halt rendern musste, um halt Platz zu schaffen und das halt dementsprechend auch alles hochladen und ja, um dann halt einfach die Aufnahmen oder Dateien zu löschen, weil ich sie dann schon hochgeladen habe. Und ich muss sagen, das mit dem Blätterdach hier sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ist schon ganz geil. Naja, auf jeden Fall, ich habe gerade mal... Ja, ich wollte mir vornehmen, ne? Ja, tief sprechen. Weil mir ist das beim Rendern der Folgen schon wieder aufgefallen, dass... Ja, diese hohe Piepsstimme bei mir. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich normal rede, ist alles gut. Aber nach einer Zeit habe ich dann irgendwann so eine Stimme. Und ja, ich bin 12 Jahre alt, spiele gerne Minecraft und will Let's Player werden. Weißt du, das ist ganz komisch. Es ist ganz, ganz komisch. Was habe ich denn hier? Draw... Chest of Draw Girl. Okay, das machen wir mal weg. Ich glaube, dass gleich der liebe Torben aus der letzten Aufnahme über den ich so erzählt habe, dass der gleich mal dazukommen oder dazustoßen wird. Einfach weil wir uns das vorgenommen hatten eigentlich für heute. Aber ich will noch ein bisschen so aufnehmen. Weil ich finde das ein bisschen besser. Ja, hör auf dich zu beschweren, ich find's besser. Find dich damit ab. Oh Gott, diese Pferde hier sind ganz schön launisch. Gut. Ah, hier habe ich mich beim letzten Mal hingestellt fürs Thumbnail, ne? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe es nicht genutzt. Und ich muss die Tastatur weiter nach links schieben. Oh, jetzt hatte ich wieder so ein... Oh. Gut. Ach ja, wir hatten ja beim letzten Mal die Höhlentour. Ich würde sie lieber Horrortour nennen, ne? Aber... Ey, ganz ehrlich, Leute, die hat mich fertig gemacht. Diese Höhlentour hat mich richtig fertig gemacht. Ich war noch nie so... Mein Herz pochte immer noch danach, nach der Aufnahme. Das ist... Wow, ist krass gewesen. So, eigentlich brauchen wir das Holz gar nicht. Ich schau mal eben ganz kurz nach, wie viel wir haben. Wir brauchten das jetzt zum Einkleiden. Also wir müssten daraus dann Bretter machen... Die dann umschisseln fürs Lager. Aber alles aus dem Holz machen will ich auch nicht. Also, ich muss gucken. Vielleicht ergänze ich auch noch den ein oder anderen Holzstamm gegen den Carpenter-Block. Also den ein oder anderen, meine ich jetzt. Erde wollte ich nachschauen. 1000, um Gottes Willen. Ja, da geht noch was. Ich glaube, da passen... 500? 500 irgendwas rein? Das müsste ich eigentlich wissen. 512, oder? Wenn ich... Doch, müssten 512 sein. Es ruckelt auch immer ein bisschen bei der Timber-Mod, ne? Ab und zu. Also, wenn man den Baum abbaut. Aber ganz ehrlich, damit kann ich leben. Damit kann ich absolut leben. Da ist, ja, so ein kurzer Lag. Aber damit komme ich klar. Und boah, ist das schön. Ist schon ganz geil, ne? Muss man ja mal ganz einfach sagen. Hat was. Ach so. Wir sind wieder im Dings-Modus, ne? Ach, Quatsch. Ne? Weil wegen... Wir hätten zwar genug Essen. Füllt sich das jetzt da unten auf? Tut es nicht. Braucht es aber auch nicht. Ist alles in Ordnung. Obwohl, warte mal. Ein Brot esse ich. So. Auf die eine Hungerkeule müssen wir dann verzichten. Was ist das denn?
Das ist aber normalerweise nicht so. Ich habe jetzt hier keinen Hammer. Und an den Setzling komme ich nicht dran. Aber der pflanzt sich dann auch wenigstens nicht automatisch ein. Gut. Ja, der Torben hat sich noch nicht gemeldet. Ich habe ihn angeschrieben. Er ist auch online im Discord, aber irgendwie meldet er sich nicht. Vielleicht ist er gerade essen oder duschen, keine Ahnung. Also wir sagten gestern nach der Schule bei ihm. Ich habe Ferien, ne? Du wisst ihr ja. Okay, wenn ich, also sagten wir so, wenn ich aufnehme, habe ich immer Ferien, weil ich nur noch in den Ferien aufnehme aus rein zeitlichen Gründen. Na, wie geht's? Na, nicht sehr gesprächig heute. Weißt du, sonst haben die immer große Klappe. Ja, und kaum spricht man darüber, ne? Bruch. Kriegst du wieder einen ins Gesicht gesabbert. Bruch. Das dauert ein bisschen lange. Ach du meine Fresse. Da ist die Axt auch direkt durch. Boah, sieht das geil aus. Oh, Nase. So, ich brauche eine neue Axt und ich glaube diesmal aufs Eisen. Hatte ich das Eisen nicht eigentlich in den Ofen? Ich habe das in den Ofen geschmissen. Was eigentlich gut ist, aber. Läuft der noch? Der läuft noch. Alles klar. Schmeiße ich das mal hinterher. Das nehme ich mir mal raus. Oh, guck mal, Eisen, Eisen, Eisen. So, dann brauche ich. Wo ist nämlich da? Ah, Werkbank. Da habe ich meine Werkbank. So, das Brot. Könnte ich ja hier erstmal. Naja, so. Was? Da war noch welches drin? War da echt ein Brot drin die ganze Zeit? Okay. Na, guck mal, das geht ja jetzt alles schon ein bisschen schneller mit der Eisenaxt. So, wie sich das gehört. Chocobo. Da gibt es ja auch so eine Minecraft-Mod, ne? Mit Chocobos aus Final Fantasy. Eigentlich cool, aber sie ist eigentlich. Was heißt unrealistisch? So wie ein Chocobo. Ja, dort. So wie man mit der Mod. Also, wenn du die Mod installiert hast. So. Fange ich so an. Kannst du das Chocobo füttern? Und es hat tatsächlich verschiedene Farben. Und das ist eigentlich in Final Fantasy nicht so, außer in 13. Oh, er schreibt mir. Oh. Moment, da muss man mal ganz kurz gucken. Nehme gerade schon auf. Also, Minecraft. Kannst gleich. Warte. Dazu kommen. Nicht, dass er denkt, dass ich jetzt irgendwas anderes aufnehme, so nach dem Motto: Ey, Junge, ich nehme schon auf. Halt's Maul, verpiss dich. Bitte. Das darf er jetzt nicht. Ah, alles klar, er kommt gleich dazu. Alles klärchen. So. Gut, okay, jetzt ist mir Matmos aber ein bisschen zu laut, wenn ich ehrlich bin. So, ich meine, ich finde die Wellen cool. Das ist atmosphärisch und echt gut gelungen. Aber es muss nicht so laut sein. Ich habe, oh, jetzt habe ich hier wieder dieses Tetris. Da 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 da. Aua, das tut weh, wenn ich so mache mit der Wange. Aber ich habe da nämlich mir. Ich glaube, ich habe mir auf die Backe, also auf die Wange. Mittlerweile heißt es ja Wange. Also ich habe immer. Also als Kind habe ich gelernt bekommen, dass das am Munter die Backen sind. Das heißt ja auch Backenzähne. Ne? Aber wenn du heute sagst, ich habe mir auf die Backe gebissen, ne? Oh, denkt sich jeder, ich habe mir in die Arschbacken gekniffen. Oder gebissen. Ja, das Internet. Ich glaube, das ist das Internet.
Ich brauche Erde. Weil das bleibt so nicht. Und das mache ich jetzt auch direkt. Boah, ist das schön. Alter, lecco mio grande. Da ist noch ein Stamm drin. Irgendwo. Den muss ich da gleich mal rausfischen. Gut, ich brauche Erde. Dann gib mir mal so einen Steck. Und den Steck kannst du mir auch gleich geben. Stecke die Steck. Die guten alten Stickies und der gute alte Steck. Mit Ä und G. Steck. Mit Ä und mit G. Genau. Ja, Kinder, das wird so geschrieben. Ob das einige glauben? Komm, das sieht hier nicht aus. Nein, das wollte ich nicht. Auftauchen. Boah, ist das... Alter, ist das geil. Boah, die Lichteffekte sind ja mal mega. Respekt. Also so ein Shader... Ich könnte... Also, ne, das ist auch so eine Sache. Spiele programmieren. Wenn ich mich wirklich damit auseinandersetzen würde, würde ich auch so ein Pixel-Game hinkriegen, glaube ich. Aber so ein Shader hier mit diesen Lichteffekten. Ne, also das kriege ich nicht hin. Oder ist das auch wieder einfacher als gedacht? Ich weiß es nicht. Oh, und ihr, ne, seht wieder nichts. Das heißt, ich gehe pennen. Okay, das hier ist ein bisschen mau. Hier muss ein bisschen was an Grünzeug hin. Aber erst will ich jetzt noch... Moment, ich habe doch die Erde im Inventar, genau. So. Oh Gott, ich weiß doch nicht. Bei dem ganzen Laub. Oh, hier was ist. Ich baue mal das da ab. Halleluja, Feuerwerk. Da ist auch noch was. Und da auch noch. Zack. Oh, warte. Ich möchte mal ganz kurz aufs Dach. Und Jump. So, ein Jump. Oh, der Sapling ist despawned, ne? Oder ist das der hier? Nein, das glaube ich nicht, dass das der ist. Haben wir hier noch... Ja, ist ja gut. Dann ist er halt despawned. Oh, dieses Pferd, ne? Oh, zack, bum, bang. Zack, bum, bang. Achso, noch ein. Gut, einsammeln. Blub, 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 blub. Alles meins. Der hat sich selbst eingepflanzt. Das sehe ich doch direkt. Da freut sich sogar das Pferd. Hä? Habe ich keinen Platz? Hä? Natürlich habe ich Platz. Sapling, verarsch mich nicht. So, blop, 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 blop. Also die Timbermod ist schon ganz geil. Ein bisschen ruckelig, aber ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, die Timbermod ist nicht jung. Ganz, also die ist wirklich nicht jung. Die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange, die Mod. Ich glaube, aus Alpha- oder Beta-Zeiten von Minecraft. Und, oh Gott, ich sehe nichts. Wenn ich ehrlich bin, okay, eigentlich müsste das eigentlich der Grund sein. Also wenn eine Mod schon sehr alt ist, gerade dann müsste man sagen, ey, Leute, der Mod-Entwickler ist dann schon so lange dabei, da müsste er doch sich eigentlich auskennen, wie man mal eine halbwegs vernünftige und performante Mod programmiert. Klar, aber andererseits glaube ich, die Timbermod ist ja auch dann immer dasselbe gewesen. Der hat einfach die Mod immer geupdatet für die jeweilige Minecraft-Version und hat dann einfach nichts mehr gemacht. Weiß ich natürlich nicht, ne? Oder ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert mit Mods. Die werden wohl geupdatet vom Mod-Entwickler. Aber wie das genau funktioniert, boah, ich habe ja auch keine Ahnung von Programmiersprache. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene. Das ist auch noch wieder so ein Ding. Also davon habe ich echt keine Ahnung. Aber vielleicht werde ich mich später mal damit befassen. Eventuell. Ich meine, als ich angefangen habe mit YouTube, dachte ich mir auch, Videobearbeitung, so richtige professionelle Videobearbeitung werde ich mich nie mit befassen. Was tue ich heute? Ich meine, gut, professionell ist das jetzt ja auch nicht, was ich tue, aber es ist schon mehr wie damals. Also wie vor einem Jahr. Das muss man schon... Oh, ich wollte schlafen gehen. Ihr seht ja sonst nichts. Das ist auch euer gutes Recht. So, Licht aus. Gute Nacht. Oh, verschluckt. Ja, verschluckt und jetzt habe ich mir Lungenembolie geholt. Nein, kein Spaß mit Lungenembolie. Das ist echt nicht lustig.
So. So. Ja, ich hab doch gesagt, Lungenembolie. Hallo, was macht das Pferd in meinem Haus? Raus hier, aber zackig. Nee, 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 nee. Erst hier große Fresse haben und jetzt hier. Nee, 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 nee. Also tut mir leid, das geht ja mal gar nicht. Hallo. Nein, das, also, sorry. Na, geh mir doch jetzt nicht ins Schlafzimmer. Pferdchen, bitte. Hau, bitte. Also, bitte. Das geht nicht. Schätzchen. Jetzt beschwerst du dich auch noch? Dummes Mistviech. So, wie sieht's hier aus? Da läuft mir einfach das Pferd in die Bude. Und dann, das ist ja wohl unglaublich. Das Holz möchte ich ganz gerne reinstopfen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach so, ja, Carpenter wollte ich holen. Und zwar für 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar, ja, ist ja gut. Für zwei Carpenter-Türen. Ja, der Typ ist ganz schön professionell. So, diese Carpenter-Türen haben die besondere Eigenschaft. Ja. Eine Doppeltür darzustellen. Wenn man es denn richtig hinkriegt. So. Schon ganz geil. Und wenn ich eine öffne, öffnet sich die andere auch. Und das ist schon echt cool. So, das ist die eine coole Sache. Die andere coole Sache ist, wenn wir das mal hier mal zumachen würden. Nee, da brauche ich Carpenter-Blöcke. Carpenter, 1, 2, 3, 4. Wo ist denn der Hammer? Da ist ja wohl der Hammer. So, wenn ich die jetzt hier nämlich zumache und dann dagegen kloppe, bumm, sehen die nämlich so aus. Und dann klopp ich da. Ach, hier müssten Treppen hin. Alles klar. Dann kommen die da weg. Plopp, plopp, plopp. So, Tür auf. Und dann brauche ich nämlich Treppen. Lalalala. Wie viele Treppen habe ich denn? Ja, okay. Das reicht. Dass der die mal ins Inventar stopft. Aber andererseits, ich will mir meine Schnellzugriffleiste auch nicht so zumüllen. Ah, okay, der passt ja direkt an. Alles klar. Zack, haben wir einen Eingang. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das. Ja. Das Pferd ist 3 hoch, oder? Ist das Pferd 3 hoch? Ich will kein Pferd in meinem Haus. Eigentlich. Ich finde eigentlich finde ich die süß. Aber ganz ehrlich, wenn das so ein großkotziges. Wenn das so ein, ganz ehrlich, wenn das so ein großkotziger Gaul ist, dann kann ich darauf echt verzichten, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich rede mit dir. Oh, jetzt hat irgendwer was geschrieben. Moment. Bin sofort wieder da. Was ist das denn? Ach so, die Folge für heute, alles klar, die kam jetzt vor einer Minute. So, hier ist alles frei, alles klar. Ja, ist ja gut. Oh. Ist ja Gaul. Der hat auch Gefühle. Ja. Ich aber auch. Guck mal, da sind zwei Bäume nebeneinander gewachsen. Oder halt diagonal nebeneinander. Ach, cool. Dann kloppt der den gleich mit weg. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich erst erschrocken. Na komm schon. Oh, ist das wieder so ein Riesen-Oschi? Jupp, das war ein Riesen-Oschi. Wie mein Pimmel. So. Was haben wir als Kind immer gesagt? Dödel. Dödel. Was haben wir denn immer als Schniedelwutz? Alter. Oh. Das haben wir als Kinder immer gesagt. Also, was heißt immer gesagt? Also, es war für uns die Bedeutung, also nicht die Bedeutung, sondern ein Synonym. Synonym.